Ja, guten Tag, liebe Rad- und E-Bike-Freunde. Bevor es mit dem Video losgeht, bin jetzt wieder in Hamburg, wollte ich kurz die Kamera vorstellen, die mir freundlicherweise Insta360 zur Verfügung gestellt hat. Ja, Insta hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, eine 360-Grad-Kamera vorzustellen. Ist nicht so mein Ding. Da fiel mir ein, Mensch, die haben doch auch einen Zoll-Sensor mit im Programm. Also, tatsächlich haben sie mir zugeschickt. Das Schöne an diesem großen Sensor ist ja, dass er groß ist, dadurch mehr Licht empfängt und damit auch eher im Dunkeln gut arbeiten kann. Zudem hat er gute Kontraste. Ich habe einige Sequenzen im Video mit eingeblendet mit dieser Kamera und das kennzeichne ich dann immer unten links. Sieht man ein kleines Logo, wenn die Kamera zum Einsatz kommt. Bei dieser Kamera handelt es sich hier um so ein modulares System, bestehend aus der Batterie, dem Kameramodul, hier das 1 Zoll Sensormodul und dem eigentlichen Gehirn sozusagen, also das Displayteil mit dem Prozessor drin. Ja, das Schöne ist, dass man das Modul auf zwei Arten zusammenstecken kann, so, dass das Display praktisch hinten ist oder andersrum Display auf der Seite, wo die Linse ist, so dass man sich dann auch selber sehen kann. Das steckt man dann einfach so zusammen. Linse drauf und so sieht das aus. Und wenn ihr Lust habt, so eine Kamera zu bestellen, unten ist ein Link. Da kriege ich eine kleine Provision und ihr bekommt noch einen Stick mit dazu. Ja, der ist bestimmt 1,20 Meter lang. Und ja, das Schöne übrigens bei der Kamera ist auch, dass man mit dieser Software, die man sich kostenlos runterladen kann, dann nachher den Bildausschnitt nachträglich einfach dann festlegen kann. Ja, dann ab nach Berlin. Bitte nicht wundern, wenn ich plötzlich längere Haare habe. Das war letzte Woche. Viel Spaß beim Schauen. Ja, ich bin jetzt in Berlin. Seit Mittwochabend, also einen Tag vor Christi Himmelfahrt, habe hier die Möglichkeit in dieser leergeräumten Wohnung, ich habe mich hier sehr bequem in der Luftmatratze eingerichtet, mich ein paar Tage aufzuhalten, um ein bisschen mal Abstand vom Alltag zu kriegen und wollte heute mal eine kleine Tour machen. Das Wetter ist ja sehr bescheiden und ich warte, dass hier mal so ein bisschen die Sonne rauskommt. Ja, beim YouTube gucken hat man natürlich den Vorteil, dass man nicht auf besseres Wetter warten muss. Ich musste den ganzen Tag warten. Wird aber nicht den ganzen Tag so bleiben. Heute ist Samstag, der 15. oder 16. Und heute Nachmittag soll es ein bisschen gewittern. Aber wird schon nicht so dramatisch sein. Das ist das Fahrrad. Ich habe den großen Akku jetzt drin. Dadurch ist es etwas schwerer. Ja, endlich bin ich losgekommen. Es ist jetzt mittlerweile 20 vor 12. Ja, bin jetzt hier im Steglitzer Park noch. Ja, mach die Richtung Westen auf. Ja, hier ist das Schloss hinter mir. Das ist das große Kaufhaus. Soll wohl ganz geil sein. Aber ich hatte noch keine Möglichkeit, da mal hinzugehen. Für mich geht es jetzt erstmal Richtung Natur. Aber erstmal muss ich hier an dieser blöden Straße entlang. Ja, so cool. Lost Places.
Ja, bin gerade auf der Straße gefahren, aber ist noch ein bisschen eng. Jetzt fahre ich hier auf diesem ganz schlechten Radweg. Aber herrlich, das Wetter wieder. Ja, noch einen Bäcker entdeckt hier. Gehen wir doch gleich mal rein. Ich habe nämlich noch nichts gefrühstückt heute. Und dann holen wir uns noch mal was. Ja, cool. Das hat schon mal super geklappt. Ohne großes Abschließen und so weiter. Bin schnell rein. Keine Schlange. Super. Auch Maske vergessen. So. Kann es weitergehen. Was für ein idyllischer McDonald's hier. Ja, die Strecke bin ich gestern schon mal gefahren. Ja, und schon nach 6,7 Kilometer ist man doch schon ganz gut im Grünen hier wieder. Oh, die Leute gucken mich schon hier komisch an. Ich denke auch, was ist das für ein komischer Vogel hier mit der Kamera. Aber hier in Berlin gibt es genug komische Vögel, also da falle ich, glaube ich, nicht so besonders auf. Ich bin jetzt parallel zur Avus, also der Stadtautobahn hier, direkt auf dem Radweg. Das ist wohl eines der ältesten, wenn nicht sogar der älteste Radweg hier in Berlin. Und die Avus war die erste Strecke, die weltweit nur für den Autoverkehr zugelassen war. Das muss so 1923 gewesen sein. Ja, fängt ein bisschen zu tröppeln, aber es ist recht angenehm, es ist 18 Grad, schätze ich. Ja, und akkutechnisch bin ich heute auf der sicheren Seite. Nämlich zwei Akkus dabei. Also ich schätze mal, ich könnte so 150, 180 Kilometer fahren, je nachdem. Aber ich habe nur 80 vor, von dem her passt das. Dann bestimmt wieder 90. Ja, nach 15 Kilometer, 15,1 und ungefähr eine Stunde Fahrzeit bin ich hier am Strandbad Wannsee. Regnet ein bisschen, aber die Wolke ist nicht wirklich ernst zu nehmen. Himmel sieht ganz schön dramatisch aus hier. So, ich bin jetzt auf der Schwaninsel und fahre einmal hier den Kreis entlang. Ja, links komme ich gleich wieder raus. Das geht hier einmal die Runde, Einbahnstraße. Interessante Wohnung, diese den Tonnendächer. Oh Mann, ist das frisch geworden. Nee, jetzt muss ich mir doch mal eine Jacke anziehen. Schön mit Löwenköpfen hier. Kameraüberwachung ohne Ende. Wohnmobil vor der Haustür. Ach, das sind schöne Bilder. Der alte Jugendstil, würde ich mal sagen. Könnt doch mal blinken, Herr Kollege. Ja, da bin ich wieder. Zwei Minuten einmal um die Insel. Ja, jetzt geht's wieder runter von der Insel und ich fahre weiter am Wannsee oder an der Havel entlang auf der rechten östlichen Seite. Ja, ich habe hier mal angehalten. Total schöne Ecke hier. Leider regnet es jetzt gerade. Oh, muss ich mir doch mal eine Jacke anziehen. Oh, wieder blauer Himmel. Ja, super, das Wetter kann sich auch nicht entscheiden hier, ob es regnet oder Sonne scheint. Aber ist gleich vorbei. Da kann man hier super Strandwetter. Ja, ist wunderbar hier. Ist sehr schön, hier direkt am See. Ja, man würde glauben, dass es hier so heftige Steigungen in Berlin gibt. Vor allem so langgezogene Steigungen. Driving down the road that I grew up on once again. It's when I pass your door, the memories come back again. Pictures of us flooding back just like a wave. Makes me wonder what happened.
Ja, ich bin jetzt gleich, ich bin gerade, glaube ich, an Spandau vorbeigefahren oder habe das so gestreift. Und jetzt geht's gleich wieder über die Havel. Ja. Ja, vor 6 Jahren bin ich hier auch mit dem Schlauchboot lang gefahren. Das war so ein Hobby. Da hatte ich mir ein kleines Schlauchboot, so ein 4-Meter Schlauchboot und einen 15 PS Motor gekauft. Bin mir durch die Gegend gedüst. Aber habe ich ein halbes Jahr gemacht, dann war gut. Einmal in Kummer See damit und dann war der Spaß auch vorbei. Ja, es sollte doch eine andere Bank werden. Ich habe mir jetzt die hier ausgesucht, total schön. Fahrrad direkt vor der Nase. Ja, versperrt mir auch den Blick. Ja, es ist jetzt 14 Uhr vorbei und ich muss dringend noch was essen. Ich hatte bisher nur einen Twix heute Morgen gehabt. Ja, jetzt werde ich mal die beiden Brötchen vom Bäcker essen. Oder zumindest eins. Ach, wie sehe ich aus? Ja, Nummer 2 ist jetzt auch dran. Ja, da mache ich. Oh, hab ich gestört. So, jetzt mache ich doch mal den obligatorischen Ranzoom-Test mit der Insta. So, machen wir einen Shaky-Test. Also ich halte die Kameras absolut nebeneinander und schüttel die mal ordentlich durch. So. Okay, jetzt mal der Zoom-Test. Ich zoome mal an irgendein Objekt dran. Nehme wahrscheinlich so ein Boot. Und dann lässt sich die Schärfe beurteilen. Mit der GoPro filme ich mit 2,7K, mit der Insta mit 5,3K. Die GoPro 7 kann leider keine super Stabilisierung im Linearmodus bei 4K. Deswegen mit 2,7K gefilmt. Ja, bei der Gelegenheit mache ich doch mal einen kleinen Zeitraffer. Ich hoffe, dass die Wolken sich ein bisschen bewegen. So, macht hier alle paar Sekunden Bild. So, jetzt muss ich aber mal los. Ich sitze immer ewig lang gern rum. Ja, es zieht noch mal ein Regenschauer durch und dann habe ich, glaube ich, noch mal 1-2 Stunden wieder Ruhe. Ja, ist irgendwie so ein Aprilwetter. Jetzt fahre ich wieder direkt auf diesen Turm zu. Kann man den im Bild erkennen, freihändig. Ja, ging ein kleines Stück an der Landstraße entlang, jetzt wieder zurück an die Havel. So, doch noch mal die Jacke anziehen. Doch ein bisschen frisch. Hier rum gehört die eigentlich. Wo ist er hier oben? Hier. Ja, es ist wirklich traumhaft hier an der Havel. Hier ist der Weg mal wieder richtig perfekt. Ja, schön. Es ist schon so ein bisschen Sommerfeeling. Wer hätte das gedacht vor ein paar Tagen? Wobei letztes Wochenende war ich auch in Berlin. Da hatten wir richtig einen knalligen Sonntag, aber da musste ich leider wieder zurückfahren. Ja, ich war letztes Wochenende auch hier und da gibt es nochmal ein separates Video. Da bin ich mit meinem Sohn und seiner Freundin bis am Teltow-Kanal entlang gefahren. Mal schauen, aber ich denke, das Video kommt dann auch nochmal irgendwann. Das ist der Havelradweg. Ja. Ja, cool. Hier habe ich so ein absolut Lost Places gefunden. Weiß nicht, ob das eine Turnhalle war oder ein Supermarkt. Jedenfalls
sieht das ziemlich verlassen aus. Hier haben wir viel Kontraste und da soll die Insta ja richtig gut sein. Ich vergleiche das gerade mal mit der GoPro Hero 7. So, gerade hier im linken Bereich ist es ja absolut dunkel und rechts ist relativ hell. Hier scheint irgendwas gesperrt zu sein. Ah ne, das ist ein Türchen, da kommt man rein. Ach, es gibt doch immer wieder einen Weg. Mal sehen, ob ich im Fahren da durchkomme. Ne, da passt mein Lenker ja nicht mal durch. Das wird eng. So, da geht's weiter, Fußweg. Oh, das sieht ja nach Biergarten aus hier. Ja, wo sind wir denn hier? Ihmchen, Wassersportverein Ihmchen. Oh, jetzt hier Bier trinken, ey. Von Move-Räder. Am Berg hätte ich sie locker geholt. Wollten wir aber nicht Platz machen. Haben mich auch nicht bemerkt hinter mir. Bergauf haben sie ein bisschen geschwächelt. Aber geradeaus habe ich den Eindruck, dass sie etwas schneller fahren als 25. Ja, und ich muss jetzt schon kräftig treten. Ja, die beiden von Move sind einfach davon gezogen. Also die Frau hat mich dann auch überholt. Die sind bestimmt bis 32 km/h noch freigegeben. Was in Deutschland nicht erlaubt ist. Ups, irgendwas im Auge. Was ist das denn? Das ist ja cool. Hier so eine Schlossanlage. Ja, ich habe das irgendwo eingegeben, ich weiß aber nicht mehr, was es war. Wo sind Frösche? Ja, wunderbar hier. Ich weiß nicht, was es ist. Ich schreibe es unten in die Kommentare. Ich habe da um die Ecke auch wieder was gesehen. Kommt hier gar nicht mehr zum Radfahren. Ist das herrlich, wa? Ist das herrlich? Warte mal eine Pause. Ja, es ist ja echt. Also von der Tour bin ich bisher echt begeistert. Gut, es gibt so die ein oder andere Stelle an der Straße, war nicht so klasse, aber die Landschaft ist ja traumhaft. Also ich krieg mich nicht mehr ein. Ne? Ja, ich schleppe dann auch gerne immer Glasflaschen mit. Schön mit Kohlensäure. Oh. Ich bin mal gespannt, ob ich meinen zweiten Akku noch brauche, den ich auch mitgeschleppt habe. Also ich kann mich sowas von überhaupt nicht beschweren. Also bei der Route ist irgendwie alles dabei. Und das Wetter macht auch mit. Hier habe ich meine Nüren nur zur Anzeige des Tracks, also keine Anweisung. Ja, hier gibt es wieder einen Strand. Boah, Wahnsinn, ist das schön. Hier fahre ich jetzt Richtung Norden wieder. Also hinter mir ist der Wannsee und ich muss die Schleife fahren nach oben. Hier auf der Karte gezeigt, weil ich keine Fähre jetzt benutzen will. Ja, sieht schon klasse aus mit diesen Gräsern hier. Oh, da lag ein Stock in Längsrichtung. Ich bin genau drauf zugefahren. Oh, mit einer Hand. Ich warte echt drauf, dass es mich wieder lang macht hier. Ja, ist er dann dabei.
Weil dann habe ich die Garantie, dass ich die Kamera auch in der Hand habe. Ja, eigentlich habe ich auch nichts zu sagen. Aber außer ordentlich Steigung hier. Kleines Hügelchen. Bin schon oben. Bis hier runter. Ja, cool, diese Dinger da. Die Backen. Ein Fahrradweg. Habe ich auch noch nie gesehen. Ja, ich bin jetzt wieder auf dem Rückweg sozusagen. Also die Nordschleife habe ich jetzt hinter mir gelassen. Ja, Brücke ist neu, offensichtlich. Gerade war da ein Schild, Baustelle ist, Brücke ist wieder frei, Baustelle beendet. Das lobe ich mir. Potsdam? Was mache ich bitte schön in Potsdam? Du kommst hier gleich hin. Schön hier. Das war ein cooles Gebäude, da muss ich mal hinfahren. Schloss Sizilienhof war das, was ich gesehen habe. Fahren wir doch mal hin. Das sieht so ein bisschen Harry Potter-mäßig aus. Okay, weiter. Nee, war nicht so mein Ding, der Baustil. Aber sieht ganz romantisch aus. So, jetzt mal zurück an die Havel. Havel. So, jetzt muss ich wohl hier rüber. Über die Brücke. Oh, hier war die Berliner Mauer. Was zum Nachlesen. Ach, da hinten sieht man die Kirche, wo ich vorhin war. Da mit dem Bild. Die Kirche, wo die Glocken geläutet haben und das Hochzeitspaar rauskam. Das ist auch noch eine Burg. Was? Mami, was sagst du? Halt die Klappe. Holt mich dieser Scheiße auch noch. Hast gewonnen, Roman, diesen Turm. Oh. Fahr mir doch vors Rad, ey. Ey, was für eine geile Tour, ey. Ja, geil, sagt man. Ja, in meinem Alter sagt man das eigentlich nicht. Was für eine tolle Tour. Hat richtig viel Spaß gemacht. Oh, ein Bänkchen. Ich habe noch Platz gegenüber von dieser Kirche, wo ich vorhin war. Also, falls jemand sehen will, wie ich vom Rad runtersteige. So, geht das. Ja, ohne Witz, das hat mal jemand bei Mario Don in den Kommentaren geschrieben. Kannst du mal zeigen, wie ihr aufs Rad auf- und absteigt. Es gibt heute natürlich verschiedene Methoden, aber die mache ich jetzt nicht vor. Ich hatte schon Biergarten-Moorleiche gelesen. Moorlake. Ja, ist mal wieder ein super schöner Ausschnitt hier. Ich meinte Abschnitt. Ich hatte keine Gedanken, nein. Ja, hier ist so ein Wirtshaus. Hier ist eine Anlegestelle, Fauninsel. Ja, hier eine Bushaltestelle mitten im Wald. Rübezahlung, was es gibt. Mal cool, wie das Licht hier kommt. Herrlich. Ich sag's euch, im Auto kann man, hat man einfach das Feeling nicht so. Klar kann man im Cabrio fahren, Dach rauf. Aber es ist doch was anderes. Man kann überall anhalten.
keinen Parkplatz suchen. Und man ist nicht so langsam wie ein Fußgänger. Da sieht man den ganzen Tag gar nichts. So, jetzt bin ich hier direkt am Wannsee. War doch weiter entfernt, als ich dachte. Ich dachte vorhin, ich wäre gleich da. Ja, hier war ich schon zweimal. Gestern Abend und auch letzte Woche. Kommt noch mal ein Video, das kommt aber später. Ja, super, jetzt habe ich das Fahrrad mir direkt vor die Nase gesetzt hier. Oh Mann, ey. So, besser. Jo, dann mal zum Wohl. Kalt ist anders. Kein Kühlschrank mehr gehabt. Ja, ich habe Wannsee verlassen. Bin auch schon ein paar Kilometer jetzt gefahren. Und auch da hinten wieder der Motorfahrer. Weil der nervt, ne? Dreht mal seinen Motor auf. Jedenfalls durch Zehlendorf nochmal durch. An dem Schlachtensee. Der ist total schön. Da bin ich gestern schon vorbeigefahren. Und ja, geht so langsam wieder nach Hause. Nur 8% Akku. Glaube ich, müsste ich gleich mal wechseln. Ja, da kommt der Motorradfahrer. Der fährt jetzt durch die Absperrung. Was für ein Idiot. Ja, ich habe doch mal einen gebührenden Ort ausgesucht, um mal meinen Akku zu wechseln. Schon wieder herrlich hier, wa? Sitzen Sie schon im Schlauchboot. So, hier ist mein Akku. Das ist der 500er, den ich mir gebraucht gekauft hatte oder general überholt. Da ist hier irgendwie ein bisschen Farbe dran. Keine Ahnung, aber mit dem fahre ich auch schon fast ein halbes Jahr rum. Und hier oben ist die Akkuverlängerung, damit der jetzt hier in meinen Schacht für meinen 625er passt. Ja, der ist hier einfach auf den Akku aufgeschraubt und hier hat man sogar ein kleines Fach, wo man, wenn man Glück hat oder sich viel Mühe gibt, da vielleicht sogar einen Ersatzschlauch oder Flickzeug reinkriegt. Ja, wechsle ich den mal. Meine Lieblingsbeschäftigung, diesen Akkudeckel hier abnehmen. Ich weiß nicht, wie Abus das schafft. Dieses Schloss, es ist auch hier dieses Schloss, es ist ein ähnlicher Schlüssel. So hakelig zu bauen. Ja, hier sieht man, das ist der lange Akku. Ja, hier sieht man, ups, die Verlängerung oben. Hier, links, rechts. Genau, und der kommt jetzt da rein. Mal sehen, ob ich schneller bin als letztens. So. War das nicht schnell? Ich kann mich noch an das Video erinnern, Tag 2 meiner Radreise Hamburg-Tübingen. Da habe ich 20 Minuten gebraucht. Nee, 5 waren es, glaube ich, bis ich den Deckel drauf hatte. Jo, das war der Schlachtensee, so wie ich das richtig gelesen habe. Und ich habe jetzt wieder richtig Power. 83%. Ich lade die Akkus meist nie ganz voll. Ich bin heute Morgen mit dem 625er mit 91% losgefahren und habe jetzt 76 Kilometer, glaube ich, hinter mir. Waren ein paar Steigungen dabei. Der Untergrund war etwas weicher teilweise, so dass das natürlich ein bisschen auf die Batterie geht. Ja, jetzt habe ich gleich noch mal eine Steigung. Da geht's aber hoch. Ah, ist man wieder in einem Wohngebiet. Herrliche Häuser hier, mit Schiefer verkleidet. Auch sehr gelungen. Ist auch schön, das alte Haus hier. Das, finde ich, ist misslungen. Ja, bin gerade durch die Terrassenstraße gefahren, jetzt Matterhornstraße und jetzt geht es noch mal an den Teltowkanal ein kleines Stück entlang. Ja,
Sein Skateboard fährt 40, sagt der. Mein Gott, ist natürlich nicht zugelassen. Macht Spaß, aber wenn man damit umgehen kann, finde ich das völlig in Ordnung. Nein, ist es natürlich nicht. Versicherungstechnisch ist natürlich ein Problem dann. Ne? Oh, was für Hobel hier. Oh, Wahnsinn. Ui. Ja, immer schön durch die Pfütze. Ja, bin jetzt wieder am Teltowkanal und ich denke, ich bin in Steglitz oder auch nicht, weiß ich nicht. Jedenfalls nicht mehr weit. Und dann geht's wieder in die Vionville-Straße. Ja, es war eine tolle Tour und hatte erstaunlicherweise weniger Regen, als ich dachte. Ja, man könnte echt meinen, man ist irgendwo mitten auf dem Land. Dabei sind wir hier mitten in Berlin. Ach, hier waren wir letzte Woche auf dem Steg. Hier wieder so ein Denkmal. Ja, ich bin wieder zu Hause, das heißt für eine Nacht und dann geht es wieder nach Hamburg. Ja, war eine tolle Tour. Ja, mal schauen, was ich draus mache. Das ist ein Video. Viel Arbeit, aber es macht Spaß. Bis denn. Tschüss, vielen Dank fürs Zugucken. Ja, diesmal alles auf einmal mit Akku, zwei Akkus. Oh. Da halte das nicht zweimal auf. So, da sind wir wieder. Zweiter Stock. Weiß nicht, was das Ding jetzt wiegt. Super Tag heute.